herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe heute, ich habe eine so geile Möglichkeit gehabt, über eine ganz, ganz liebe Mitarbeiterin von einem von unserem DM hier bei uns im Städtchen. Ich hatte mich mit ihr schon öfters unterhalten und die Mädels bei uns im DM sind unnormal süß. Und wir hatten halt darüber mal, wir hatten irgendwie, ich bin nach der Nachtschicht dorthin und hatte halt die Möglichkeit, tatsächlich jetzt schon im Vorab das neue Essenssortiment einzuschauen. Und habe natürlich, ich habe alles selber bezahlt, wie immer, hier oben Dauerwerbesendung, alles selbst gekauft. Ich habe mich auf die Items beschränkt, die ich tatsächlich auch benutzen würde. Ich habe jetzt nicht alles gekauft, zum Beispiel Augenbrauenprodukte habe ich jetzt zum Beispiel nicht, weil da benutze ich zum Beispiel etwas von Catrice. Aber weil es ja eh in einer Familie ist, sozusagen auch die Marke sehr, sehr nah zusammenhängend ist, habe ich halt nur die Produkte gekauft, die mich auch wirklich von Herzen interessieren. Und ich hoffe, wie gesagt, dass du da mega Bock drauf hast. Ich habe wirklich einen Arsch voll Sachen. Ich zeig's euch. Ich habe jetzt hier die Lippenprodukte, dann habe ich Primer. Ich habe beide Camouflage-Concealer und zwar einmal die matte Version und auch die Dewy-Version gekauft. Wir entscheiden gleich spontan. Dann habe ich noch eine Mascara gekauft. Die neue Insta Ready Perfect. Und zwar habe ich jetzt in der Farbe 50, weil ich war mir nicht ganz sicher. Dann habe ich eine wunderschöne Palette gekauft. Und zwar die Follow Your Heart. Die Glow-Palette hatte ich schon. Die testen wir aber auch. Und da hinten hätte ich praktisch eigentlich noch diese... die irgendwas, wie heißen die? Follow... Was heißen die? Here, the future is me. Also das sind praktisch solche Paletten. Eye and Face Palettes, die hatte ich aber schon mal in einem Video. Und wir werden jetzt schauen, was wir mit diesem Sortiment alles anfangen können. So, ich habe euch sehr, sehr nah rangenommen. Das Video wird natürlich etwas länger werden, weil ich finde, die Produkte brauchen auch ein bisschen Zeit. Ich will euch auch ganz, ganz nah rannehmen, um zu schauen, dass ihr mich auch sehr, sehr gut sehen könnt, sozusagen. Ich habe tatsächlich, wie ihr gerade gesehen habt, wirklich nur Produkte ausgewählt, die ich wirklich benutzen würde. Ich habe so ein bisschen ein Problem damit, wenn man als YouTuber, okay, YouTuber in dem Sinne, so bezeichne ich mich eigentlich nicht. Ich mache ja einfach nur Kreativvideos für euch mit ein bisschen Content in Richtung Make-up natürlich. Und ich habe jetzt einfach mir wirklich Sachen rausgesucht, wie zum Beispiel diese Metal Chromes, die mich einfach wirklich interessieren. Und wir legen jetzt mal los mit der Base. Ich hatte auch noch die Möglichkeit, also ich hatte nochmal einen matten Primer, weil ich aber momentan nicht so ganz stark auf matt stehe, habe ich jetzt den Redness Corrector Primer mitgenommen. Und zwar ist der mit grüner, irgendwie, da ist was, grüne Grüntee irgendwas Extrakt drin. Und dann habe ich hier noch den Pink Clay Pore Minimizing Glow Booster. Ich werde jetzt mal ein bisschen diesen hier um meine Mundareale und hier praktisch auftragen. Ich habe die Sachen alle selber bezahlt. Ich werde euch die Preise unten reinschreiben. Ich habe den Kassenzettel nämlich hier. Einige Produkte waren sehr günstig. Die Primer waren ein bisschen teurer, aber das ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so schlimm. Die Primer haben, ich hatte vom letzten Sortiments-Update hatte ich einen, der war richtig geil. Das war nämlich dieser hier, You Better Work. Und das ist so ein Anti-Schwitz-Primer und ich war da echt sehr begeistert von. Und der Anti-Red-Primer ist sehr durchsichtig, was mich jetzt ein bisschen wundert. Man riecht diesen Grüntee oder diesen Extrakt da drin auf jeden Fall. Und jetzt tragen wir den Glowy Primer einfach außen rum. Sind 30 Milliliter drin. Die haben gekostet Lipstick, Eyeliner, Aufheller 3,45 €. Ich finde das nicht so schlecht. Bei Essence gibt es ja wirklich immer ein ganz, ganz tolles Sortiment, was wirklich immer daran angepasst ist. Oh, das gibt aber einen guten Glow. Diesmal haben die, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen, da ist so Schimmer drin. Da ist tatsächlich auch Schimmer drin. Ich finde, dass die Produkte riechen total geil. Also das riecht so richtig nach, nach so Tonerde und sowas. Essence hat diesmal ganz arg viele, ich finde, sehr geile Lippenprodukte rausgebracht, ja. Man spürt auch ein bisschen, dass sich so die Haut ein bisschen zusammenzieht, weil also es gibt so einen kühlenden Effekt. Also die Primer finde ich jetzt bis jetzt ganz in Ordnung. Und ich trage jetzt mal das Make-up auf. Und zwar habe ich hier das Insta Perfect.
Das ist, also es nicht täuschen lassen. Ich versuche euch mal den Comparison zu zeigen. Dieses Fresh and Fit Make-up ist genau, seht ihr das von der Größe her, das gleiche. Hier sind 30 Milliliter drin, sowie auch hier. Das heißt, lasst euch nicht täuschen. Ich nehme jetzt tatsächlich einen originalen Beauty Blender. Also das ist jetzt der einzige originale, den ich habe. Ich habe gecolormatched, das heißt, ich hatte auch die Möglichkeit, die Tester dort zu testen. Das war eine total coole Aktion. Ich war heute Morgen eigentlich nur wegen dem Umtausch von einem Concealer dort. Ich hatte den Camo Concealer ja früher noch nicht. Ich trage übrigens, habe ich jetzt mal einen, so ein, ja, Pumpstoß gibt es ja nicht. Ich trage jetzt einfach mal auf, Farbe ist okay. Und trage jetzt mal auf, das soll einen sehr streng matten Look erzeugen. Das gibt's in meinem DM. Ich habe jetzt 6 Farben gelesen, also gesehen. Das heißt, ihr könnt aber bis zu 9 Farben kaufen. Allerdings gibt es natürlich eine größere Auswahl beim Müller selber, weil die haben einfach die 3-Meter-Theke vom Essence. Ich finde schon, unser DM hat, ich habe ja gesehen, was die bekommen. Schaut mal, ich habe, das Einzige, was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass die nicht sehr lange halten wird. Also das wird jetzt nicht ewig halten. Aber da habt ihr ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn man bei Rossmann wieder so eine Make-up, also da im Rossmann wird es ja auch alles umgestellt, dass ihr vielleicht mal so, sag ich mal, euch ein paar Backups packt, wenn ihr selber diese Aktion nutzt, zum Beispiel bei Rossmann so 25% oder so auf Make-up, Concealer, dann lohnt sich das zum Beispiel auch mal total, das auszutesten. Sie lässt sich, also ihr müsst halt immer bedenken, dass solche Schwämme immer ziemlich Produkt klauen. Ich könnte gerade nochmal eine Nuance dunkler gehen. Bronzer zum Beispiel habe ich jetzt keinen neuen gesehen. Da nehme ich einfach einen Essence Bronzer, den ich habe. Ich habe so einen sehr großen, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, so einen Sun Bronzer. Der ist auch relativ gut, ist auch matt. Ich nehme jetzt noch den Rest des Make-ups auch von meiner Hand hier unter die Augen. Ich finde, also da steht ja, Strong Matte Effect Buildable Coverage. Also es ist tatsächlich so. Ich persönlich, es gibt bei mir halt nur 2 Sachen. Also zum Beispiel diese finde ich auch sehr, sehr gut. Also wer wirklich Dewy Foundations mag, sollte die sich mal angucken. Hier zum Beispiel habe ich ihn sehr viel mehr aufgetragen wie auf der anderen Seite. Ich bin eigentlich eher so die Full Coverage Queen. Ja, also ich mag halt total, wenn es also on fleek aussieht und wirklich komplett voll ist. Ein neues Puder, da werde ich einfach mein Bananenpuder für benutzen. So, jetzt tragen wir mal den Concealer auf. Und zwar habe ich jetzt 2 Versionen. Ich werde jetzt mal die matte Version testen, mal die Dewy in anderen. Es gibt 2 Concealer, die gibt es in unterschiedlichen Farben. Ich habe jetzt nur 2 Farben bei unserem DM entdeckt. Wie gesagt, im Müller gibt es, denke ich mal, vielleicht noch eine Farbe mehr oder so. Ich habe jetzt hier einmal den Matt Concealer, die sehen gleich aus. Da gab es ja die Camouflage Concealer, die habe ich allerdings nie getestet. Ich glaube einmal, ich fand den auch echt nicht schlecht, nur ich habe den irgendwie aus dem Auge verloren, weil ich ja jetzt immer den da von Catrice so stark nutze, diesen Camo Concealer. Das ist halt für mich der absolute Hammer Concealer. Und ich habe, wie gesagt, die Matte und die Duo Version. In den Farben 020 hatte ich jetzt den Matten und die Farbe 020 heißt Light Neutral bei der Dewy. Er kommt etwa auf dieselbe Farbe raus, nur dass der Dewy ein bisschen mehr pinkerer ist. Ich nehme jetzt den Camouflage Concealer in Matt. Der hat praktisch so einen Applikator. Die fand ich auch sehr geschickt. Ich musste das halt zurückgeben. Ihr könntet damit rein theoretisch Tattoos abdecken. Ich weiß jetzt nicht, ob das geht. Seht ihr mal? Also, es geht, na klar. Aber da müsst ihr trotzdem gut draufhauen. Also, wenn ich das jetzt machen würde, ja, dann kann man das auf jeden Fall gut einigermaßen abdecken. Natürlich müsstet ihr dann in Schichten arbeiten. Das ist einfach so. Und dann auf der anderen Seite, Krischi, kannst du bitte meine Hose lassen? Danke. No? So, ich packe Concealer einfach so, wie ich sonst auch conceale. Ich habe mir jetzt übrigens auch diesen neuen Too Faced Concealer endlich bestellt. Ich habe jetzt nur über Zufall im Internet jetzt mitgekriegt, dass der bei Douglas zu finden ist. Also der Concealer ist richtig schön. Also ich kann das jetzt, also das Problem ist halt, die Farbe von der Foundation ist jetzt nicht 100%, ja. Ich werde das allerdings mit Bronzer ein bisschen ausgleichen.
Ich sehe jetzt gerade ein bisschen hell aus, aber das kommt auch von diesem dämlichen Licht. Also, der Concealer lässt sich sehr, sehr gut einarbeiten. Ich mache das immer mit einem feuchten Schwämmchen, ja. Also nicht wundern. Das sieht jetzt alles noch ein bisschen crazy aus. Also, der Concealer sieht sehr, sehr gut aus. Ist halt für mich jetzt, also ist hell jetzt, weil die Foundation so hell wirkt. Und ich mache mir jetzt mal geschwind etwas Baking Puder unter den Augen, um das zu setten. Ich denke, ich werde meinen Cody Airspun benutzen, ein bisschen Brighten Up Puder und nehme den Bronzer, sette mein Gesicht und dann machen wir weiter. So, ich habe jetzt mal mein Gesicht aufgebronzt und zwar habe ich hier den Sun Club Matte Bronzer benutzt. Ich benutze ihn relativ häufig. Das ist auch ein wirklich totaler Favorite von mir seit Jahren. Ich mache mal wieder meine Öhrchen rein, damit diese Babyhaare da aus dem Gesicht bleiben. Ich habe jetzt noch das Prime and Fine drüber gegeben von Catrice. Und ich zeige euch mal. Also, ich habe jetzt praktisch den Concealer benutzt. Und er kriecht schon so ein bisschen in meine Falten. Also, ich habe jetzt hier mal so einen ganz sauberen Pinsel genommen. Und erstmal noch, bevor ich den richtig gesettet habe, so unter die Augen gefahren. Er setzt sich etwas in die Falten ab. Kann aber jetzt auch praktisch an der Kombination Puder liegen oder so. Aber wir machen jetzt mal weiter. Wir machen jetzt mal mit den Augen weiter. Und zwar habe ich hier die Essence Follow Your Heart Palette. Die kostet 6,99 und ich fand die einfach sowas von schön. Ich habe jetzt, wie gesagt, da gab es noch so viele Farben. Ich habe wirklich nur die genommen, die ich auch wirklich nutzen würde. Und ich will die halt irgendwie toppern mit so einem Melted Chrome oder so. Jetzt arbeiten wir mal in die Crease die Farbe Thickle Pick. Ich finde auch ganz toll. Also, sie erinnern mich so an diese Kylie-Paletten. Ich habe bei der Sarah Isabel, habe ich, also das ist ja eine von Essence TV, die gucke ich auch unnormal gerne, die ist auch richtig cool, die macht auch immer so tolle Videos. Habe ich so, so coole Looks eigentlich gesehen, wo ich mir gedacht habe, wow, auch auf Insta, dass ich gedacht habe, also die Palette würde mir jetzt am besten gepassen. Da gibt es halt noch wirklich ein paar andere. Ich arbeite das jetzt großzügig ein. Es ist jetzt praktisch schon ein bisschen so zum Setten des Lides. Ich finde, man sieht es vielleicht auf der Kamera nicht. Dann gehe ich die Farbe Choose Latte. Wie heißt es? Der Spiegel ist auch recht gut. Ich schminke mich jetzt auch in diesem hier weiter. Jetzt habe ich die Farbe Choose Latte. Man sieht die auch richtig gut. Also es ist eine echt schöne Farbe. Ich mag es halt auch so, wenn ich Paletten habe, wo ich halt ganz einfach mitarbeiten kann, wo ich jetzt nicht so viel Theater mit habe, ja. Weil die Essence, die Schatten riechen auch immer richtig geil. Und das muss man echt sagen. Ich habe auch ein bisschen ZS, also ein bisschen Max Fix Plus über die Haut gegeben. Das mache ich eigentlich immer, wenn ich so viel starkes Puder benutze, ja. Damit das einfach nicht so cakey aussieht. Momentan sieht es jetzt noch ein bisschen pudrig hier um die Augen aus, weil ich halt einfach. Dann habe ich hier die Farbe Bronze Me. Da gehe ich jetzt auch rein, um das ein bisschen zu vertiefen. Das ist eine richtig geile Farbe. Das wird jetzt kein krasser Look, Leute. Das wird einfach ein Look, den ich jetzt, also ich gehe tatsächlich danach zur Arbeit. Das heißt, nicht zu viel, nicht zu wenig. Aber ich finde es halt einfach schön, wenn ich eine Palette habe, wo ich wirklich ganz, ganz toll Farbe aufbauen kann. Und einfach von der Qualität und dem Preis es einfach stimmt. Ich benutze tatsächlich diese super, super günstigen Eyepencil, Verblenderpinsel. Ich benutze sie schon seit Jahren. Ich habe da was der Teufel 50 Stück hier oder so. Ich lege die dann tatsächlich nach jedem Look, den ich mache, lege ich die hier hin. Ich werde jetzt hier meine Brush etwas anfeuchten und werde in diesen Ton gehen. Und zwar ist das so ein schimmeriges, peachiges Ton. Das ist so ein Braun mit so einem Goldreflekt. Uhuhuhu. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn Lidschatten sowas wie Fix Plus oder einfach ein bisschen was. Also ihr könnt auch das DM Wasserspray nehmen, das funktioniert eigentlich genau gleich. Wenn die halt ein bisschen Hilfe brauchen, weil das ist jetzt zum Beispiel so ein Ton, den ich, also ich, alles was so ein bisschen Glitzer hat oder so, trage ich eigentlich immer so auf, weil ich einfach denke, es ist unrealistisch. Wenn man Glitzer drin hat, dass man halt da nicht nachhilft. Ich mache jetzt schön die Augen fertig, verblende nochmal alles schön, dann komme ich gleich zurück. Ich habe den Look jetzt soweit fertig geschminkt. Ich hatte ein bisschen Struggle mit dieser Farbe hier, mit dem Chocoholic. Also ich habe ein paar Geschirr rein, aber ich musste richtig viel.
Ich habe auch ein bisschen Fallout. Das mache ich allerdings weg. Dafür habe ich jetzt unten drunter ein bisschen Bake gelassen. Das geht auch ganz gut weg. Ich finde halt Fallout nicht schlimm. Also manche machen da mal volles Riesentheater. Ich weiß immer gar nicht, warum. Weil Fallout ist eigentlich was komplett Normales. Also ihr könnt nicht erwarten, dass die keine... Ich gehe da nochmal in diese Farbe Bronze Me. Gehe nochmal unter meine Lower Lash Line. Ich habe übrigens immer volles dumme Unterlidgesicht. Ich weiß gar nicht, warum mein Mund auf. Ich weiß gar nicht, warum. Und dann gehe ich noch ein bisschen in die Außenkante in Chocoholic und fahre noch mal ein bisschen da lang. Lower Lash Line ist Arbeit, ist bei mir immer sehr schnell erledigt. Ich finde wirklich die Palette nicht schlecht. Also ich hab jetzt praktisch fast alles benutzt. Also den White Up, den wollte ich jetzt hier oben in die den braunen Bogen geben. Das klappt auch richtig gut. Ich finde diese weißen Augenbrauenfarben immer sehr kritisch. Ich habe übrigens meine Augenbrauen immer noch nicht gemacht. Ich muss die noch machen. Und dann geht ihr einfach nochmal hier nochmal ein bisschen zum Verblenden rein. Also ihr müsst gerade mit den dunkleren Farben etwas mehr arbeiten. Aber ich würde sagen, für den Alltagslook kann man echt nicht meckern. Also die Palette finde ich auch sehr, sehr cool. Und was ich jetzt machen wollte, ist, ich habe hier 5 Farben der Melted Chromes. Und ich fand die Farben so geil. Das ist einmal ein Silber, das ist die Farbe 04 Steal the Look. Dann habe ich hier die Farbe 03 Plum Night. Das ist was Dunkleres. Und ich swatch die euch mal alle. Und zwar habe ich hier die Farbe 01. Ich gehe da rein. Das ist so krass. Das ist so weich. Ja. Und das ist Farbe 01. Also das fand ich so heftig, Leute. Als ich das damals, also jetzt vor ein paar Tagen im DM gesehen habe, da war ein Vorabaufsteller. Immer wenn ihr so Sortiments-Updates habt, könnt ihr auch so Vorabaufsteller euch schon mal angucken. Die sind richtig toll. Dann habe ich hier die Farbe Iconic. Ey, das ist so heftig, Leute. Die sind wirklich so stark mit Öl diffused. Also das heißt, die Lidschatten sind halt wirklich Chromes. Und das ist ja meistens immer nur, wenn praktisch die Anteile an Öl sehr hoch sind. Dann habt ihr hier die Farbe, die ich richtig geil finde. Copper Me. Ich finde nicht, dass es ganz ein Kupfer ist. Es ist so ein bisschen mehr rötlich eigentlich. Dann ist hier die Farbe Steal the Look. Die finde ich richtig heftig. Oh. Also das sind richtig softe, richtig geile. So. Also ich denke, auf den Augen werde ich Copper Me benutzen. Ich werde diese Farbe auftragen. Und zwar erstmal mit einem unangefeuchteten Pinsel, weil ich das einfach sehen möchte, ob die auch so performen. Weil eigentlich, ich denke, von dem Bums, was sie schon so haben. Ich gehe jetzt praktisch, also hier habt ihr nochmal die Farben. Also ich finde die sehr, sehr schön. Vor allem, was ich toll finde, sie sind wirklich chrom-metallisch und nicht irgendwie glitzerig oder so. Das mag ich nämlich nicht immer, weil wenn ich Glitzer haben möchte, dann muss ich euch ehrlich sagen, dann benutze ich auch Glitzer und nichts anderes. So, ich habe jetzt mal nach 100 Jahren das... Ich habe jetzt praktisch hier so einen Pinsel, da ist nur so Restfarbe dran, aber das wird nicht stören. Ihr seht auch, dass wenn ich da reingehe, das wirklich super soft ist. Ich kriege auch relativ gut Farbe drauf. Oh mein Gott, guckt mal. Oh, ho, ho. Also meines Erachtens braucht ihr die nicht anfeuchten. Das sind auch ganz coole Lidschatten, glaube ich, so für Cut-Crease-Anfänger zu sagen, okay, statt dass ich jetzt einen krassen... Das ist so ein bisschen so eine Drückkonsistenz, irgendwie total interessant. Ihr könnt damit auch selber Cuts ziehen, indem ihr einfach mit dem Produkt so am Lid entlang fahrt und dann sie krust, also sie fallen ein bisschen runter, seht ihr das? Also Glitter Primer ist gut, aber ehrlich gesagt jetzt nicht 100% nötig. Finde ich richtig schön. Die sind richtig geil. Dann könnt ihr zum Beispiel auch nochmal gucken, wie ihr das mit der Hand verteilt bekommt. Das ist auch nochmal immer ein cooler Trick. Was auch immer cool ist, wenn ihr so ein bisschen mit dem eigenen Händchen rüber geht, könnt ihr zum Beispiel euren Lidschatten selber ein bisschen verteilen. Der ist richtig, richtig schön. Also die Farben gefallen mir unnormal gut. Ich gehe nochmal in die Palette rein und gehe jetzt praktisch in dieses hellere Braun daneben, in die Farbe Mocha Bean und gehe jetzt praktisch in den Übergang rein, damit ich jetzt keine harten Linien habe. Das würde mir jetzt nicht so gut gefallen. Ja.
Ja, man kann dann auch den Rest vom Finger noch in die Mitte auftragen. Richtig schön. Also mir gefällt das richtig, richtig geil. Also diese Farbe ist halt super intensiv. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich müsste jetzt nicht mit einem Glitzerprimer arbeiten, aber ich mag das unnormal, wie das gerade aussieht. Dann nehmen wir jetzt mal die Mascara uns vor. Und die Mascara habe ich jetzt, ich habe hier noch einen blauen Electric Vibe Eyeliner. Und zwar habe ich mir jetzt mal einen blauen mitgenommen. Und das ist jetzt eigentlich egal, ob das jetzt passt oder nicht. Ich habe nicht so viel zu tun mit so Kajalstiften, weil ich irgendwie immer so denke, da steht blau drauf, aber es ist nicht blau drin. Aber das ist bei dem hier ganz anders. Seht ihr das? Ist richtig, richtig schön. Er ist nicht so knallig wie die Verpackung außen, aber er gibt auf jeden Fall sehr, sehr weich Farbe ab. Also ihr habt nicht das Gefühl, dass ihr euch hier die Augen ausstecht. Also der gefällt mir richtig gut. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, noch die anderen Farben mitzuholen. Also ihr seht, es läuft, ist echt gut. So ganz der Fan von dem Concealer bin ich jetzt nicht. Ich habe jetzt die I Need Miracle Mascara mir geholt. Die hat so eine Bürste, die ist so ein bisschen gewölbt. Jetzt mal sehen, ob die was taugt. Also ich muss sagen, ich liebe ja diese Mascara. Okay, das ist jetzt eine andere. Das ist diese False Lashes Mascara Extreme Curl. Die liebe ich ja unnormal, weil die macht mir halt irgendwie Wimpern, die ich akzeptabel finde. Ich gucke jetzt mal in den Spiegel von der Palette rein. Ich hasse Wimperntuschen, echt. Sie trennt die Wimpern auf jeden Fall sehr gut. Sie macht sehr, sehr dichte Wimpern, aber jetzt nicht ultimativ lang. Aber ich habe jetzt mal eine Schicht drauf. Ihr müsst halt immer mehrmals drauf, damit die Bürste entleert ist. Also, ich habe ja wirklich mega, mega wenig Wimpern, aber ihr seht die. Ich finde die wirklich nicht schlecht. Die trennt halt sehr gut, aber verlängert halt nicht zu stark. Ich werde jetzt mit meiner normalen Mascara nochmal drüber gehen, mit der False Lash Mascara. Die sieht eigentlich anders aus. Die hat jetzt nur eine andere Verpackung gekriegt durch diese Isle of Italy Dings da. Aber das ist so meine Lieblingsmascara überhaupt. Die macht halt richtig Länge. Und selbst bei meinem, also ich trage nicht immer False Lashes, das wisst ihr. So für krassere Looks natürlich gerne. Seht ihr, die nimmt noch ein bisschen Länge raus. Also Mascara ist nicht schlecht. Ich finde halt für Leute, die jetzt echt wenig Wimpern haben, ist das echt nix. Also nicht so stark verlängern. Dann gehe ich nochmal mit dem Dewy Spray drüber. Das mache ich immer. Das ist auch ein großer Tipp von mir, wenn ihr praktisch viele, viele Konsistenzen übereinander tragt, ja, dann macht es einfach so, dass ihr halt immer wieder mal was drüber gebt, damit einfach eure Haut sich absolut settet mit allem, ja. Das ist einfach sehr, sehr wichtig. Also ich bin ein Hardcore-Fan von diesen. Dann wollte ich hier das All About Silky Fixing Powder. Ich bin ein Hardcore-Fan. Hardcore-Fan von diesem Bananenpowder. Ich hab da schon krass Hit the Pan erreicht gehabt. Es gibt auch mittlerweile für dunkle Haut gibt es da auch was. Und ich werde jetzt praktisch dieses, es ist auch echt krass, also wenn ihr das so auf die Haut gebt, gell, dann fühlt die sich unnormal silky an. Also ist tatsächlich so. Allerdings weiß ich jetzt nicht, das hat jetzt so ein bisschen so ein, wie heißt das, so ein pinken Stich. Die riecht ein bisschen eigenartig. Warum riecht es so? Da sind das, also Essence hat jetzt immer wieder so ein bisschen Erde, so Teigprodukte wie zum Beispiel jetzt Tonerde und so reingemacht. Das riecht gerade ein bisschen so erdig. Wow. Die Haut fühlt sich unnormal an. Also das ist so eine Unicorn Brush, die habe ich von Beauty Bay in so einem Summer-Paket gekriegt. Ich habe gerade ein bisschen gekleckert mit der Mascara, aber das macht nichts. Da einfach trocknen lassen. Also die Haut fühlt sich unnormal trocken, nicht trocken, sondern so gesettet an und super weich. Also das Silky, das stimmt, hey. Oh Gott.
Ich muss sagen, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von diesen Essence-Pudern. Ich weiß nicht, auch zum Beispiel die Bronzer, die kann ich sowas von empfehlen. Also die sind wirklich immer gut gewesen. Ich habe bis jetzt noch kein einziges Puder aus einem Sortiments-Update gesehen, was scheiße ist. Ich habe jetzt hier die Go for the Glow Palette. Die habe ich schon mal in der LE gekauft. Die werde ich jetzt so ein bisschen benutzen, um meinem Gesicht so ein bisschen Farbe zu geben. Und zwar gehe ich jetzt in diesen pinken und trage mir den als Blush auf. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und das ist so cool. Also ihr seht ihr das? Ihr kriegt so einen richtig tollen Sheen drauf. Und das könnt ihr auch problemlos machen. Also ich brauchte deswegen jetzt auch nicht. Also es ist so ein bisschen iridescent, aber mega vorsichtig sein. Also wirklich nur tappen. Und wenn ihr praktisch so im Licht steht, habt ihr praktisch so einen ganz tollen Sheen. Aber die Highlighter sind auch so echt geil. Also ich finde die halt wirklich, wirklich schön. Ich habe dieses Rosa zum Beispiel auch schon über dem ganzen Auge getragen. Und auch richtig geil. Das Gesicht vom bis jetzt gefällt mir super, super gut. Ich habe bis jetzt außer so ein bisschen geteilte Meinung über den Concealer jetzt nichts zu beanstanden. Ich habe einen Arsch voll Lippenprodukte gekauft. Und zwar, ich habe da natürlich, ich habe jetzt, glaube ich, eine Stunde bei ihr gestanden mit der lieben Mizi und habe mir so ein paar Farben. Ich habe mir die ganz normalen Velvet Matt-Lippenstifte rausgesucht. Und zwar habe ich mir davon welche, dann habe ich mir noch Liquids gekauft. Da werde ich auch einen von, die swatche ich euch und trage, denke ich mal, auch einen davon auf. Die Velvet Matt Lippenstifte sind schon früher eines der liebsten Lippenstifte gewesen, die ich hatte. Weil damals, wo ich halt noch Azubine war, da hatte man natürlich auch nicht so viel Geld. Deswegen mag ich diese Essence-Updates auch total, weil das sind wirklich tolle Sachen dabei. Das Einzige, was ich jetzt ein bisschen teuer finde, ist diese Foundation, weil ich einfach finde, dass es einfach ein bisschen wenig ist. Ich habe mir jetzt zwei neue Lippenprodukte mitgenommen, die in die metallische Variante gehen. Das werde ich euch auch gerne, gerne nochmal einen Look zu schminken. Und zwar habe ich hier einmal die Glitter Switch Glosse. Das sind, ich versuche euch das mal anzuzoomen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Genau. Das sind die Glitter Switch. Und zwar die Glitter Switch sind praktisch von Seattle London gab es solche so Glitzerdinger. Wenn ihr praktisch so über die Lippen gegangen seid, habt ihr praktisch das Glitzer innerhalb des Dings aktiviert und gibt euch mal die Pigmentierung her. Ich bin dieses Mal vom Update unfassbar begeistert, weil ich finde, dass die Pigmentierung sich um 300 Grad verbessert hat. Und hier habe ich einen Melted Chrome Liquid Lipstick. Ich liebe Chrome Liquid Lipsticks, weil ich einfach finde, aus jedem Alltagslook könnten die halt noch mehr krass rausziehen. Schaut euch mal die Pigmentierung an. Ich finde die super, super schön. Es gibt davon, ich glaube, etwa 4, 5, 6 Farben. Nebenher knuspert die Lilly an ihrem Essen, keine Angst. Und ich finde, dass diese Glitzerdinger richtig geil rauskommen. Ich finde halt diese Pigmentierung unnormal. Wenn die jetzt trocknen, werde ich mal versuchen, da drüber zu rubbeln. Dann aktiviert sich praktisch das Glitzer. Ich habe, wie gesagt, 4 Farben der Bullet Lipsticks. Das sind die Velvet Mattes. Da habe ich mir jetzt meine Farbe mitgenommen, wo ich mir zwar noch nicht sicher bin, wie ich die finden will. So habe ich die Farbe 08 mitgenommen. Das ist so ein. Also mein Mann hat gesagt, das ist ein Durchfallorange. Ich finde die aber total schön. Ich weiß gar nicht, was der schwätzt. Der hat keine Ahnung. Ich finde die Verpackung auch sehr, sehr hübsch. Also ich finde, die sind richtig hochwertig geworden. Ich habe mir auch von den Shines, ich habe auch ich habe eins zum Beispiel hier gerade in der Tasche. Das ist eines dieser Shines. Das ist auch aus dem Sortiments-Update vom letzten Jahr. Das ist praktisch schon was so ein Gloss. Das sind praktisch jetzt die Matten dazu. Dann habe ich mir die Farbe 03 nochmal mitgenommen. Was heißt nochmal? Also sowas Ähnliches gab es schon mal. So ein kühles Mauve. Richtig, richtig, richtig schön. Und dann habe ich mir noch die Farbe 07. Also ihr werdet erkennen, dass ich ein absolutes Opfer für diese Farben bin. Und Pigmentierung unfassbar, sage ich euch. Unfassbar. Die riechen so angenehm. So richtig nach Kosmetik, nach richtig toller Kosmetik. Und dann habe ich die Farbe 010 noch mitgenommen. Ist ehrlich gesagt mein Favorite. Das sind alles Farben, die ich wirklich ohne Bedenken auftragen würde. Ich habe die alten Lippenstifte nahezu in jeder Farbe gehabt
und habe jetzt praktisch einfach mit dem Update nochmal neu. Sie haben von den Farben hier, von den Lip Linern, ein paar neue Farben rausbekommen. Ich habe jetzt mir praktisch jetzt einfach mal, ich habe alle Farben davon und zwar teilweise in doppelter Ausführung. Ich nehme jetzt einfach den Long Lasting Lip Liner. Umrande mir die Lippen und dann tragen wir mal eines der Liquid Lipsticks auf und ich sage euch dann meine Meinung dazu. Ich mag persönlich die Lip Liner, die harten Holzlipliner nicht. Also ich mag diese anzuspitzenden überhaupt nicht, weil ich einfach denke, ich habe jetzt keine Zeit, noch die anzuspitzen. Das ist mittlerweile auch getrocknet. Ich gehe da mal drüber. Oh mein Gott. Seht ihr das? Oh mein Gott. Also ihr könnt tatsächlich, also das, was ich jetzt an Rubbel mache, würdet ihr jetzt praktisch mit euren Lippen sozusagen machen. Und das gibt es in einem Blau, in einem Schwarz. Ich glaube, ich muss die alle holen. Hier habe ich habe von diesen hier, ich glaube, vier oder fünf Farben. Moment, hier habe ich, glaube ich, hier in meiner Schublade. Ich habe diese Color Boost Reihe schon längst getestet. Das sind praktisch solche Glosse gewesen. Die ich sehr, sehr geil fand. Und ich fand auch die Verpackung sehr geil, weil ich finde es für die Tasche sehr angenehm, die reinzuschmeißen. Und ich weiß jetzt noch nicht, welche Farbe. Ich denke mal, ich werde dieses etwas kräftigere nehmen. Ich habe hier drei Farben. Und zwar die Farbe Dusty Romance. Oh, die riechen wieder so toll. Also Dusty Romance. Der Applikator ist, finde ich, super genial. Der ist wirklich, wirklich toll. Und dann habe ich hier die Farbe noch Dangerously Yours. Wow, schaut mal. Dangerously Yours, das ist die 05. Und dann habe ich noch die Farbe, die ich jetzt auf die Lippen auftragen werde. Matte Matters. Und da bin ich mal gespannt. Wow. Der Farbton ist pervers. Sind super cremig wie ein Lippenstift. Ich gebe den Sachen mal ein bisschen jetzt was zum Trocknen, sette mein Gesicht, mache ganz kurz meine Augenbrauen und dann zeige ich euch nochmal alle Produkte und sage euch meine ganz, ganz ehrliche Meinung, wie ich jetzt die ganzen Produkte in meinem Gesicht finde. So, und da bin ich auch schon wieder. Also, ich muss sagen, das ist das krasseste Update, was ich jemals getestet habe. Ich bin ja eigentlich immer. Also erstens mal, ich kaufe alles selber. Zweitens, wenn das Essence hier sehen sollte, oh mein Gott, es ist der Hammer, was ihr da gemacht habt. Unfassbar. Ich fange jetzt mal von der Base, mache jetzt mal so die Reihenfolge. Die Primer finde ich sehr gut. Also jetzt so, jetzt nach einer Zeit, dadurch, dass ich ja sehr ölige Haut habe, das müsst ihr nicht vergessen, ist es bei mir nochmal so, dass meine Konsistenzen von dem Puder nochmal ganz anders eingearbeitet sind. Was ich weiß, ist, dass ich zum Beispiel nochmal einen Ticken dunkler brauche, weil ich jetzt scheinbar doch noch mehr Sommersonne abgekriegt habe, wie ich eigentlich habe. Was aber nicht dafür, das, was aber überhaupt nicht gegen die Foundation geht. Ich finde, die Foundation hat einen, Entschuldigung, fucking guten Job gemacht. Ich habe wirklich tolle Haut. Sie ist color corrected. Die Primer haben auch einen tollen Job gemacht. Also dieses Anti-Redness. Man sieht es jetzt so, wenn ich jetzt in die Kamera gucke, überhaupt nicht. Aber wenn ich jetzt so in den Spiegel gucke, seht ihr, dass die Schatten um meinen Mund ganz anders ausgeglichen wurden. Man sieht es eigentlich nicht. Der Geruch ist top. Ich finde die mega, mega schön vom Geruch her. Top-Produkt. Richtig geil. Die Foundation, wie gesagt, finde ich auch sehr, sehr gut. Sie macht einen sehr guten Job. Ich finde diesen Begriff Buildable Coverage auch total angebracht, weil ich finde, dass die wirklich, ihr könnt mit natürlich auch mit dem Pinsel reingehen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch so einen Essence Buffer hier irgendwo. Könnt ihr auch machen. Wobei ich finde, dass sie dafür etwas zu flüssig ist. Ich arbeite halt gerne mit dem Beauty Blender. Von der Menge her würde ich sagen, wenn ich die jeden Tag benutzen würde, bräuchte ich, glaube ich, etwa alle 3 Wochen eine neue Flasche, beziehungsweise alle 2, weil ich halt jeden Tag mich komplett Full Glam schminke. Also das heißt wirklich so wie jetzt volle Lotte. Und ich denke mal, so 2, 3 Wochen würde die vielleicht halten. Die hätte noch mal einen Ticken größer sein können oder ich bilde mir das einfach nur ein. Ich habe jetzt wirklich zweimal gedrückt. Und dann hat wirklich die
Foundation komplett fürs ganze Gesicht gereicht, aber finde ich richtig schön. Bei dem Concealer muss ich sagen, dass mir jetzt der Matte zwar matt ist, aber mir persönlich jetzt in meine scheiß Nachtwachen-Augenringe. Ich kann euch natürlich nicht sagen, Leute, ob das jetzt einfach jetzt natürlich an dem Make-up liegt, in Verbindung mit meinem Cody Airspun, das kann ich nicht sagen. An sich finde ich ihn nicht schlecht. Also meine ganzen Regionen außerhalb meiner Augenringe, die ich nicht gebaked habe, sind sehr, sehr gut gewesen. Also die muss ich sagen, der Healthy Glow, denke ich, wenn er ein bisschen mehr Feuchtigkeit spenden ist, denke ich, könnte auch eine echte Win-Win-Situation für mich werden. Weil dadurch, dass ich ja eigentlich unter meinen Augenregionen zwar sette, aber nicht immer bake, kann ich euch echt sagen, richtig, richtig, richtig schönes Produkt. Dann gehen wir mal weiter zur der Palette. Wie gesagt, es gibt einige andere Paletten davon. Ich blende euch gern mal die Paletten ein, wenn ich alle Bilder gefunden habe. Es gibt eine, die ist ein bisschen mehr neutral, ohne diese kürbisfarbenen. Ich finde, die Palette hat eine ganz, ganz tolle Performance gebracht. Sie ist wirklich sehr gut, ist wirklich von der Pigmentierung her, was ich von Essence kannte, sehr, sehr gut. Ich hatte ja diese Paletten hier, diese The Future is Ding. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die nicht lange im Sortiment bleiben werden. Sie sind zwar nicht schlecht, ja, aber ich denke einfach, dass die nicht so, ich sag mal so stark ankommen, weil zum Beispiel bei uns in den DMs sind leider sehr viele Paletten liegen geblieben. Ich denke, die werden bestimmt mal rausgehen. Zumal ich ehrlich sagen muss, liebes Essence-Team, macht doch einfach darüber davon in der Pen-Größe nochmal eine, die richtig Farbe hat, mit richtig geil Pigment. Also es ist richtig, richtig, richtig schönes Produkt. Ich habe, wie gesagt, die Follow Your Heart, die kostet so 6,99 €. Die Preise schreibe ich euch aber unten rein. Die Go for the Glow, da, ich habe jetzt ja die The Warms, also die warme Palette. Ich habe tatsächlich schon seit ein paar Wochen diese mittleren Ton. Der sieht so stark aus, ja. Habe ich einfach nur zum Beispiel über die Augen aufgetragen. Essence ist ja auch wirklich total augenfreundlich. Also ich hatte noch nie Probleme mit irgendwas. Ich habe auch eine sehr hochallergische Freundin, die wirklich nur Essence und Catrice benutzen kann. Und Love, also alles von Cosnova, weil einfach die super allergisch gegen so vieles ist. Und diese Palette finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ich habe übrigens hier noch ein bisschen, beziehungsweise kann ich es auch nochmal zeigen, hier noch mal ein bisschen mehr aufgetragen. Das ist ein Highlighter, den ihr, glaube ich, sehr, sehr wawawum aufbauen könnt. Ich liebe die Palette sehr. Ich finde auch zum Beispiel, dass sie komplett reisetauglich ist. Und ich finde auch das Packaging wahnsinnig schön gelungen. Die Mascara ist nicht schlecht. Sie macht halt, wie gesagt, sehr getrennte Wimpern aber und leicht lang. Aber nicht so lang, wie ich sie bräuchte, weil meine einfach sich überhaupt nicht zeigen. Die verstecken sich ja. Ich habe ja wirklich richtige Stummel. Also das könnt ihr ja sehen. Also ich habe wirklich kaum sehbare Wimpern und deswegen kann ich jetzt leider als nicht vorhandene Wimpern irgendwie Person nicht sagen, ob die richtig, richtig geil sind. Dann, wie gesagt, falls ihr noch einen Bronzer sucht, der richtig gut ist, ist dieser Sun Club Matte Bronzer Powder. Ich habe das in der Farbe Sunny. Sehr, sehr geiles Puder. Also ich muss sagen, eines der Oldschool-Produkte ever. Ich habe den schon ewig, echt. Dann das All About Silky Matte Fixing Compact Puder ist eines der Win-Winners in dieser ganzen Review. Und zwar ist es wirklich ein so feines Puder, Leute. Ich habe auch das Gefühl, dass meine Ölsituation sich dadurch nicht verschlechtern kann. Das ist ein so feines Puder. Wenn ihr das zwischen die Hände packt, das ist so fein, das Puder. Also das ist richtig geil. Und ich muss sagen, Essence hat mitunter die besten Gesichtsprodukte für eure Base. Die haben mittlerweile auch eine sehr, sehr anschauliche Produktreihe an verschiedensten Foundations. Das ist ja zum Beispiel die Fresh and Fit Awake Makeup Healthy Glow. Das ist ja praktisch zum Beispiel die passende Foundation, finde ich, zu diesem Concealer mit dem Healthy. Ich trage die relativ häufig, weil ich kann ja alles mattieren, indem ich ein bisschen bake, ein bisschen mehr Cody Airspun oder einen Fixing Puder, meinen Bananenpuder auftrage. Daher, ich bin mega begeistert davon. Auch der krasseste Sortiments-Shit, ja, den ich kaufen konnte, waren diese Melted Chromes von Essence, diese Eyeshadows. Ihr habt die Swatches gesehen, unglaublich. Also meine Lieblingsfarbe ist tatsächlich das, was ich auf den Augen trage.
dieses Koppel, also das ist unglaublich, das ist so ein schönes, nur es lässt sich ein bisschen blöd öffnen mit langen Fingernägeln. Also wie gesagt, das ist eine wunderschöne Farbe. Ich habe die ganz trocken aufgetragen. Ich könnte natürlich jetzt noch mehr aufbauen und so. Das wollte ich aber ehrlich gesagt gar nicht, weil ich den Augenlook sehr, sehr natürlich und schön finde. Aber auch ein ganz tolles Produkt, kostet nur 2,95 Leute. Und ich versuche euch mal jetzt zu zeigen. Ich habe jetzt hier eine Melted Chrome in so einem Dunkel, ja. Und ich habe hier aber ein Produkt von Dose of Colors, Leute. Nur so zum Beispiel. Das ist der Dose of Color Block Party Eyeshadow, ja. Unvergleichlich. Also das ist wirklich ein unvergleichlicher Lidschatten. Aber wenn es jetzt in der Farbe was geben würde, könntet ihr mit Essence eigentlich ganz gut nachhalten. Dose of Colors, da kostet einer wirklich bei 20 Euro. Ich wollte euch nur damit sagen, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel ähnliche Farben sucht, dass diese Formulierung wirklich genau das ist, was ihr praktisch in Vergleich setzen könnt. Dann habe ich noch Lippenprodukte, die ich euch zeigen möchte. Also ich weiß einfach von der Erfahrung her schon, dass diese jetzt ist einer runtergeflogen. Diese Bullet Lipsticks sind wirklich so günstig, das ist schon pervers. 2,25 Euro zahlt ihr für einen einzigen Lippenstift. Unfassbar, unfassbar wenig Geld für diese Qualität an Lippenstiften. Ich habe Urban Decay, Maybelline und die Dinger halten tausendmal mit. Tausendmal. Die sind vom Packaging super fancy, super süß und ich muss euch ehrlich sagen, diese gefallen mir richtig, richtig gut. Muss aber sagen, dass ich ein Hardcore-Fan von dieser Durchfallfarbe bin, weil ich einfach denke, dass es das doch nicht in der Drogerie gibt. Also so ein Orangebraun, es ist einfach nicht da. Und ich weiß halt definitiv, dass Mädels mit super, super schöner, dunkler Haut das bestimmt unnormal geil finden. Das ist einfach auch mal für deren ihren Hautton was Cooles gibt, ja. Dann den Melted Chrome finde ich super, super schön. Er ist auch, ich habe den heute Mittag mal kurz aufgetragen gehabt. Der ist wirklich auch so wie der hier. Das ist auch übrigens ein absoluter Winner. Und diese finde ich geil. Also man spürt, das weiß ich, man spürt diese Partikel von dem Glitzer auf der Lippe. Zumal ich sagen muss, damit müsst ihr einfach leben, weil das ist einfach dieser Effekt. Und wer schön sein will, muss auch leiden können. Und abschließend kann ich halt noch sagen, dass ich diese Oberhammer finde. Also, sie kleben überhaupt nicht. Also gar nicht. Also ich kann die rumschieben, wie ich will. Sie sind super angenehm, super schön matt, super sexy Lippen machen die. Der Applikator erlaubt es euch halt wahnsinnig einfach damit zu arbeiten. Und ich muss sagen, ich bin unfassbar happy. Also ihr braucht, wenn ihr jetzt praktisch in der Auswahl geht, wie ich, ja, mit Make-up und alles, etwa 60, 70 Euro. Aber habt dann wirklich zum Beispiel 6 Lidschatten, eine Palette, 2 Dings. Also es ist Essence ist wirklich nochmal 3 Stufen in meiner absoluten Gunst gestiegen, weil ich einfach finde, dass so viele Produkte mittlerweile so krass gut performen, dass ich einfach nichts zu meckern habe. Und das war auch der abschließende Satz zu meiner Review zum neuen Essence-Sortiment. Ich werde definitiv von denen hier noch die anderen Farben kaufen, weil die kosten, ich glaube, 2,95 Euro oder so. Das ist meine Go-To-Farbe überhaupt. Also diese Farbe Matte Matters, das ist einfach wunderschön. Unterscheidet sich ein bisschen vom Packaging natürlich, aber ich bin so hardcore begeistert von denen. Also ich mag die Glosse schon unnormal. Die Glossigen kann ich euch auch sehr ans Herz legen, weil die nämlich auch sehr, sehr komfortabel sind. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich diese ganzen Sachen gekauft habe. Ich habe auch in keinem Ding irgendwas Schlechtes gefunden. Ich werde, wie gesagt, den Concealer gerne nochmal für euch testen, weil ich denke, dass das immer irgendwie in Kombination mit einem anderen Produkt natürlich anders performen kann. Vielleicht muss man auch gar nicht baken. Vielleicht ist das Baken völlig unnötig gewesen. Das habe ich jetzt ja nur gemacht, falls ich sehe, falls das die Lidschatten zu arg bröckeln. Aber ich muss sagen, meine Haut ist auch matt. Ich fühle mich gut und ich fühle mich wunderschön. Und vielen, vielen Dank, Essence, dass du das für so wenig Geld möglich machst. Und wir sehen uns auf jeden Fall in dem nächsten Video wieder. Das Video war sehr lange. Bitte gebt dem Video einen Daumen nach oben. Es ist sehr viel Arbeit und es sieht hier aus wie Scheiße. Katastrophe, wenn hier die Kalaschnikow eingeschlagen ist. Das ist unglaublich. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, meine Lieben. Und ich hoffe, ihr könnt damit wirklich was anfangen. Geht in den DM, swatcht, sucht und kauft. Und bitte immer dran denken, Jenny sagt, kaufen macht glücklich. Also, bis dann!